So, dann sind wir zusammen. Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen, liebe Gäste hier im VIP-Raum, liebe Pressevertreter, da unten im Penalty Bistro. Willkommen zur heutigen Pressekonferenz nach dem Spiel EC Bad Nauheim gegen die Eislöwen aus Dresden. Ich begrüße beide Coaches bei mir, zu meiner Rechten, recht herzlich Thomas Popisch, den Trainer der Eislöwen, und zu meiner Linken Daniel Heinrizi, unseren Coach. Ich möchte zunächst aber das erste Statement vom Gästecoach einholen und mal fragen, ja Mensch, wir spielen nächste Woche Playoffs. War das heute schon ein kleiner Filmschlag? Ja, guten Abend, erstmal Glückwunsch an Herrn Bauern zu den drei Punkten. Wenn das der Vorgeschmack auf die Playoffs waren, dann sind die Playoffs für uns, glaube ich, relativ schnell vorbei. Weil mit 10 Minuten Eishockey wird es schwer gegeben in der Liga. Also, wir haben jetzt, glaube ich, alle langsam begriffen, dass die Liga sehr ausgeglichen ist, dass da Kleinigkeiten den Unterschied machen. Wir haben sehr gut angefangen, glaube ich, 10 Minuten haben wir sehr druckvoll gespielt nach vorne, auch das Tor geschossen und dann flachte entweder bei uns ab oder Nauheim wurde stärker. Das kann man natürlich auch mal schlecht sehen, aber trotzdem, und da bin ich mir ganz sicher, haben wir ab dem zweiten Drittel haben wir vogelwild gespielt. Jeder hat was anderes gemacht und dann funktioniert es nicht, wenn wir nicht zusammenbleiben, wenn wir nicht zusammen auf einem Plan spielen, sondern sechs verschiedene Pläne in der Hand haben, dann funktioniert es nicht. Und so sind wir dann auch rumgelaufen, war sehr wirr, war ein kleiner Hühnerhaufen. Und da konnten wir eigentlich froh sein, konnten uns beim Torwart bedanken, dass wir nicht im zweiten Drittel schon mit 3-4 Toren im Rückstand sind. Und dann haben wir im letzten Drittel nochmal die Möglichkeit, holen eigentlich durch eine sehr gute Aktion eine Strafzeit raus und durch ein eigenes Überzahl bringen wir es in 5 gegen 3 Unterzahl und dann auch verdient das Gegentor. Das ist das, was wir lernen müssen, und das war heute vielleicht eine gute Lehre. Gerade die engen Spiele, ob man gut spielt oder schlecht spielt, wenn man die Möglichkeit hinten hat, muss man zugreifen. Und wir haben es wieder weggegeben und das wird bestraft. Und das ist jetzt das, was wir rausnehmen müssen aus diesem Spiel heute, dass wir wirklich im Kopf stabil bleiben, dass wir die richtigen, klaren Entscheidungen treffen. Dann haben wir die Möglichkeit, gegen jeden Gegner zu gewinnen. Dann haben wir auch die Möglichkeit, in den Playoffs weit zu kommen, aber nach der Leistung, hier 40 Minuten, sah es nicht gut aus, aber wir haben direkt am Sonntag auch die Chance, das wieder besser zu machen. Nauheim, viel Glück in den Playdowns. Ich denke mal, der Standort hier mit den Fans und allem drum und dran hat es verdient, Zweitliga Eishockey zu spielen. Nochmal viel Erfolg. Danke. Dankeschön, Thomas. Herr Lange, du hast nichts erzählt. Ja, schönen Abend. Ich glaube, wir haben einen Vorgeschmack darauf bekommen, was wir die nächsten 18 Tage sehen müssen. Kampf, Leidenschaft, Einsatz, Willen bis zum Erbrechen. Schüsse geblockt. Und vor allem nicht, auch im zweiten Drittel, so wie es mein Kollege Thomas gesagt hat, müssen wir mit 4-1, 5-1 in die Pause gehen. Das wäre hoch verdient gewesen. Aber wir sind unserer Linie diesmal treu geblieben. Wir haben nicht aufgemacht, wir sind nicht vogelwild geworden, sondern wir haben taktisch diszipliniert weitergespielt. Von daher bin ich heute sehr, sehr stolz auf meine Mannschaft, dass wir 50 Minuten wirklich sehr gutes, intensives Eishockey gezeigt haben. Und die ersten 10 Minuten vielleicht auch bedingt, dass Dresden uns gut unter Druck setzt und das frühe Unterzahlspiel, das Gegentor 1-0, ist erstmal Aufbauarbeit angesagt gewesen auf der Bank, Motivation schaffen und dann durch 2-3 gute Wechsel kommen wir ins Spiel rein, und im zweiten Drittel haben wir wirklich sehr gutes Hockey gezeigt. Genau das, was in einer Playoff- oder Playdown-Serie gefragt ist. Wir haben es geschafft. Unser größtes Ziel war heute, die Zuschauer, euch Fans hinter uns zu bringen. Ich glaube, das haben wir mit dem Einsatz und mit der Leidenschaft heute geschafft. Und ich freue mich. Wir haben ein Recht, sicher? Ist das richtig? Ja. Haben wir? Ja. Wunderbar. Ziel erreicht. Das heißt, nächste Woche Mittwoch geht's los. Ich hoffe auch unter der Woche auf viele Zuschauer. Das ist das, was die Mannschaft extra Energie gibt, ihr Treusen, die Stimmung machen, die uns hier tragen. Ihr habt Zweitliga Eishockey verdient. Die Mannschaft will ganz klar den Klassenerhalt erschaffen. Und unser Ziel ist, in 18 Tagen der Saison zu Ende zu sein. Thomas und seiner Mannschaft, glaube ich, mit der taktischen Disziplin, die Dresden normalerweise an den Tag legt, wünsche ich Thomas alles, alles Gute in den Playoffs und viel Glück. Ja, danke schon, Daniel, für dein Statement. Dann kommen wir direkt zu den Fragen der Presse, sofern es welche gibt.
Thomas, hast du da als Lieblingsgegner jetzt hier ausgesucht? Die Frage geht an Thomas Popisch, ob es da einen Lieblingsgegner gibt. Wir wollen es mal kurz analysieren. Ihr bleibt Siebter natürlich in der Tabelle. Rosenheim und Bremerhaven stehen zur Auswahl. Also da Bittigheim sich jetzt rausgespielt hat, den amtierenden Meister hätte man natürlich immer gerne, aber das ist Blödsinn. Nee. Beide sind einmal fahren wir im Norden, einmal im Süden, beide zu 500 Kilometer. Beide Male kriege ich lecker Mittagessen vorher und beide Male eigentlich auch ein gutes Stadion von daher. Wie sind die Bilanz ausgehen, die beiden? Wie sind die Bilanz ausgehen? Gegen Rosenheim haben wir bis jetzt viermal gespielt, viermal gewonnen. Gegen Bremerhaven haben wir viermal gespielt, zweimal gewonnen, zweimal verloren. So, was haben wir geklärt? Selbe Frage an Daniel, wer ist dein Lieblingsgegner? Selbe Frage, ob der Baum steht noch zur Auswahl, wenn ich kurz sagen darf, entweder Heilbronn oder Kaffol. Gibt kein Lieblingsgegner. Wir wollen in 18 Tagen mit der Saison fertig sein und der Organisation und den Fans auch nächstes Jahr zur Liga Eishockey zu geben. Wenn ich aufs Mittagessen raus wollte, müsste man nach Krimitschau fahren. Da kommt es halt so nah, ne? So die Ecke quasi. Beide Fragen? Ja, dann nochmal. Ja, weißt du mit dem Comeback von Daniel Ringemann? Die Frage geht, wie wird zufrieden, was mit dem Comeback von Dan Remote? Ich glaube, der Dan, habe auch mit meinem Trainerkollegen vor dem Spiel gesprochen. Dan Ringemann ist immens wichtig, warum wir auch während seiner Verletzung mit ihm schon für die neue Saison verhandelt haben. Und er wird unser Aushängeschild sein. Und Dan hat heute ein super Spiel gemacht nach fast viermonatiger Verletzungspause. Nein, dreimonatiger Verletzungspause, Entschuldigung, Joe. Und hat die letzten 2,5 Wochen intensiv trainiert. Wir haben ihn behutsam aufgebaut, weil Dan ist nicht der kräftigste Spieler, aber wahrscheinlich unser intelligentester Spieler. Deswegen haben wir lieber noch eine Woche gewartet, drauf verarscht. Gibt es noch Fragen? Ja, ich habe eine Dresdner Delegation, da muss ich mal fragen, weiß nicht, ob zu viel zuständig sind, Thomas, aber es geht um die ständige Spekulation in der Presse, Fachpresse, überall, der Bürgermeister und so weiter und der ganze Kram. Können Sie dazu was sagen, neuen Stand? Zieht ihr euch in die Oberliga zurück? Wissen Sie schon irgendwas? Und das ist alles noch ein schwebendes Verfahren. Die Frage geht für alle nochmal kurz zusammengefasst, wie es nächste Saison weitergeht. Der Kollege fragte von der Presse mit Finanzen, weiß ich, Oberliga-Rückzug, da gibt es viel Diskussion. Das ist natürlich sehr schwierig für mich jetzt da eine ganz klare Auskunft zu geben, aber Fakt ist, und das konnte man auch den Medien entnehmen, dass der Eishockey-Verein Dresden ein Sanierungskonzept abgegeben hat. Auf das Sanierungskonzept wurde von der Stadt, von der Oberbürgermeisterin reagiert, wurde ein Forderungskatalog aufgestellt. Der Forderungskatalog wurde vollumfänglich von der GmbH erfüllt. Und jetzt die endgültige Entscheidung ist dann am 16. April. Wenn dann alles bestätigt wird, dann geht Zweitliga Eishockey in Dresden weiter, aber auf diesen Termin muss man einfach warten. Wie sieht es mit der Halle aus? Ist das wieder alles okay? Die Halle ist okay, ist trocken. Ich hatte mal Probleme, da jemand mit dem Dach. Ja, wir haben ab und zu mal durchgetröpfelt, wir haben auch ein neues Dach bekommen. Daher rührt auch die ganze Problematik mit Schadensersatzforderungen und dergleichen. Also, das ist eigentlich das Grundthema gewesen, was vor 2,5 Jahren war. Okay. Haben wir das auch geklärt? Noch weitere Fragen, wenn wir keine mehr haben. Dann Zuschauer hatten wir heute Abend 2147. Und wir haben noch ein paar Ergebnisse. Alles Endergebnisse. Bremerhaven unterliegt zu Hause Krimitschau, unser Gegner am Sonntag 3:4. Heilbronn nach Benadischesen. Daheim, nach Benadischesen, Dankeschön. Heilbronn unterliegt zu Hause Weißwasser mit 1:4. Damit machen die Füchse also die Playoffs komplett klar. Rosenheim gegen Kaufbeuren 4:3. Der SC Rissersee unterliegt im Bayern Derby Landshut 0:2 und Ravensburg gewinnt den Baden-Württemberg Derby gegen Bietigheim mit 7:6. Das bedeutet also in der Tabelle, dass wir am Sonntag, also das Heimrecht haben wir auf jeden Fall klar, wenn wir am Sonntag gewinnen, dann spielen wir gegen Krimitschau. Und wir spielen auch noch in Krimitschau. Um 18 Uhr ist das Spiel am Sonntag. Also schon mal gleich einen Vorgeschmack dann für die Greyhounds und für das erste Handspiel am Mittwoch hier um 19.30 Uhr in den Playdowns. Ja, dann bedanke ich mich bei beiden Coaches, wünsche euch einen guten Hausweg, alles Gute für die Playoffs. Wie gesagt,
Rosenheim oder Bremerhaven, wie es dann auch wird. Auf jeden Fall habt ihr ein gutes Essen. So viel haben wir heute Abend euch gelernt. Ne? Dankeschön Ihnen allen, schönes Wochenende und bis zum Mittwoch dann hier im Eisgang. Dankeschön, bis dann. Ciao.